Wir sind aus der ganz bösen Stadt. Wir sind Chemnitzer. Chemnitzer. Dort, wo es niemals Hetzjagen gegeben hat. Oi. 10-Sekunden-Schnipsel wurde da. Drehen die Welt um, ne? Ja, 10-Sekunden-Schnipsel. Der Mann meint dieses Video. Es zeigt, wie 2018 in Chemnitz Ausländer angegriffen werden. Nein, ein Typ läuft einem anderen Typen hinterher, nachdem der dem anderen Typen ein Bier über den Kopf geschüttet hat. Ne, dieses Interview wurde exklusiv von Tichys Einblick dazu geführt und das wurde medial hochgespielt als eine Hetzjagd. Das war also ein Angriff. Okay, jetzt haben wir hier so eine Baseline etabliert. Das ist ein Angriff. Nee, das ist mehr, das geht weit darüber hinaus. Hetzjagd, das klingt ja wie quasi pogromähnliche Zustände oder so. Absolut, absolut, wo man da zu Hunderten mit Mistgabeln metaphorisch auf die Leute losgeht, in die Stadtteile geht, um sie zu drangsalieren, aus ihren Wohnungen vertreibt. So, das stelle ich mir unter einer Hetzjagd vor. Das, was wir hier sehen, war medial dann eine Hetzjagd. Und ich stehe gerade davor, ich nehme mich mal kurz weg, auch wenn es gespiegelt ist. Und Quelle Antifa-Zeckenbiss, ne? Haben sie ja auch eingeblendet. Ne? Natürlich. Ich will es nur kurz dazu sagen, weil man das häufig vergisst. Der hatte den halt vorher ein Getränk in die Fresse geschüttet, ne? Also den Teil der Story, ich finde eigentlich, dem da ein paar Meter hinterherlaufen und zu sagen, was ist denn, du Kacke? Das ist doch milde. Dafür, wenn einfach jemand kommt und mir ein Getränk in die Fresse schüttet. Ja, wir müssen doch ehrlich sein, dass vor jedem Club ab einer gewissen Uhrzeit führt das auch dann zu einer Hetzjagd, wenn jemand einem anderen ein Getränk ins Gesicht schüttet. Ja, klar. Die Motivation ist doch keine ausländerfeindliche. Ich glaube, da würde man jedem erstmal kurz hinterherlaufen. Ja, ich meine, in dem Was ist denn, du Kacke, steckt schon etwas drin, im Sinne von, ich bemerke hier das große Phänomen, ne? Ich bemerke, dass ihr uns nicht so freundlich gesonnen seid, ne? Und deswegen bin ich euch auch nicht so freundlich gesonnen. Absolut, absolut. Mit der Darstellung ihrer Stadt sind die Männer zutiefst unzufrieden. Kann ich gar nicht verstehen. Ebenso mit der aktuellen Politik. Ja, besser wird's nicht. Nee. Wir müssen hart aufschlagen, damit mal wieder wach werden. Also, erneut fragen wir, warum heute vor allem Ostdeutsche demonstrieren. So, das ist jetzt interessant, weil sie stehen da richtig hart drauf, den Osten in dieser Doku von dem Westen abzutrennen. Sie stehen richtig hart darauf, da und zu sagen, die Össis, nur die Össis sind nicht zufrieden, bla bla bla. Und ich finde die Antwort von dem Typen jetzt richtig geil. Sehr, sehr geil. Der Grund, aus dem sie das machen, ist natürlich einfach ein Feindbild liefern, ne? Ja. Einfach, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber gestern habe ich ja mit Gabba mir das angeguckt, diesen Grabenkampf, ne, mit Bleilo und Dekaldent und so weiter, ne? Und da sagt an einer Stelle der radikale Demokrat, ich zitiere, ne, nicht meine Umschreibung, wir hatten mit den Querdenkern während Corona ja auch ein tolles Feindbild. Und das hat uns dann dazu gebracht, uns mit der Regierung zu solidarisieren. Ne? Also das ist ja, das hat der so gesagt. Ne? Das sagen die offen in diesen Kreisen. Okay, und das sagt er nicht selbstkritisch, ne? Nee, der hat das gesagt. Die anderen haben gesagt, ja, stimmt, ja. Die haben genickt. Das sagt er, weil er es so geil findet. Okay, das ist krass, Alter. Das ist wirklich krass. Ja, radikaler Demokrat, ne? Ist in dem Stream von Dekaldent, Grabenkampf Nummer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Rechtsruck, Thema Rechtsruck, da ist das drin. Muss ich mir mal zu Gemüte führen. Ich habe nur einen geilen Ausschnitt irgendwie mitbekommen, wo du irgendwas Abzockemäßiges von dir gibst. Ich glaube, da hast du dich doch schon sehr krass geäußert und ich distanziere mich natürlich auch. Hiermit überspiele ich die Zeit, in der ich es raussuche. Aber Gabba postet so viel, ich finde es gerade nicht. Egal. Ich glaube, das ist wie der Offline, der wartet, bis das monetarisierbar ist. Ah ja. Weil man muss ja irgendwie, wie gesagt, habe auch gestern darüber geredet, man kann ja alles so negativ framen. Sagen wir Werbung. Man muss ja irgendwie seinen guten Stand bei den Leuten und das Vertrauen, das sie zu einem aufgebaut haben, ausnutzen, um sie dazu zu bringen, ihr Geld für irgendwelchen Unsinn auszugeben. Ja. Ich meine, das mit der Werbung, das zahlt halt Google, ne? Also im Endeffekt schröpfst du da denjenigen, der, naja, in einer gewissen Art und Weise auch zensiert, ne? Also das sollte ja eigentlich selbst den Kritikern durchaus bewusst sein. Ja, aber du zwingst doch damit deinen Zuschauer, irgendwelche Produkte zu kaufen, die sie gar nicht brauchen. Okay, ja, du hast gewonnen. Weil wir als Ostdeutsche... Ach ja, übrigens, hier kommt die Antwort, warum hier so viele Ossis sind. Und die finde ich bemerkenswert, die Antwort. Weil wir als Ostdeutsche eine Diktatur miterlebt haben und da ein Feingefühl haben,
in welche Richtung es laufen könnte, laufen wird. Und das finde ich bemerkenswert. Ja, ich glaube, das wird wirklich der Grund sein. Das sage ich auch immer, ja. Und das ist auch, was die Leute im Osten mir erzählt haben, wenn ich sie gefragt habe, was sie denken. Diese beiden Frauen haben ihre Wurzeln in Russland. Auch sie reden offen mit uns. In Russland ist viel mehr Menschenrecht und Freiheit. Also ich glaube das gar nicht. Sobald ich das öffentlich sage, was ich meine, werde ich meinen Job verlieren. Das ist in Russland gar nicht. Da kann man alles sagen. Da fühlt man sich viel... Ja, jetzt nicht mehr, ne? Aber jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, sie hatte wahrscheinlich damals einen Punkt, jetzt darfst du nicht sagen, dass das ein Krieg ist und so weiter. Also sie hatte wahrscheinlich damals einen Punkt, dass da nicht so dieses Mikromanagement betrieben wird, ne? Die Russen, soweit ich weiß, waren halt immer so drauf, dass sie gesagt haben, okay, nicht ernsthaft mit uns, ne? Sonst f***en wir hart zurück, ne? So wie bei diesem, wie heißt der Typ, dem Vergewaltigung vorgeworfen wird, wo sich unsere Medien immer aufregen, dass der da im Knast sitzt. Ist egal, ihr wisst, welchen Typen ich meine. So wie bei dem halt, ne? Aber ich glaube nicht, dass der normale Mensch die ganze Zeit auf seine Worte achtet. Ich glaube auch, dass die Leute dort zu großen Teilen ein realistischeres Bild davon haben, in was für einer Gesellschaftsform sie überhaupt leben. Auf jeden Fall wird das da normaler sein. Denn hier, ich meine, guck dir an, was für Zombies das größtenteils sind oder zum guten Teil. Wenn du die fragst, wie funktioniert unsere Gesellschaft, dann werden die etwas so Geschöntes durch die rosarote Brille dir liefern. Das hat nichts zu tun damit, wie es wirklich funktioniert. Ne? Wenn du die Leute fragst, wie findest du Putin in irgendwie Moskau oder so, dann wirst du was Differenzierteres zu hören bekommen, als zumindest, wenn du hier einen Grünen fragst, wie findest du Habeck? Ne? Ich glaube nicht, dass man hier, übrigens soll wohl um Nawalny gehen, den du gerade angesprochen hast. Ja, ja, genau, Nawalny. Ich glaube halt auch nicht, dass es so krass in Russland ist, also überzeugt mich gerne vom Gegenteil, dass wenn jemand sich jetzt kontra oder pro Ukraine äußert, dass der im Krankenhaus nicht mehr als Patient angenommen wird oder dass sein Laden geschlossen wird. Ich glaube nicht, dass es so läuft. Hier probiert man es halt, also da ist man halt, was ich mehr respektiere, ehrlich. Gut, immer noch dieses Vergewaltigungsding, das soll ja fake sein und so. Auf jeden Fall werden unsere Presse glaubt, ich habe keine Ahnung von dem Ding. In dem Punkt wären sie ja nicht so ehrlich. Aber immerhin ist allen klar und sie versuchen auch nicht wirklich so eine Kulisse, ja, vielleicht versuchen die das, aber es funktioniert nicht so richtig, so eine Kulisse aufzubauen, dass alle denken, sie leben hier im Regenbogen-Wunderland oder irgendwas, wie das bei uns der Fall ist. Ne? Da sagen die halt, f*** nicht mit uns, wir f***en euch richtig. Ne? Und das ist halt ehrlich. Die rote Linie ist halt klar definiert und das finde ich halt hier noch schlimmer, ne? Weil die rote Linie wird einfach immer verschoben. Ne? Also es ist, du weißt nicht, wo sie ist. Da sind ja sogar die Chinesen fairer in der Hinsicht. Da weißt du ganz genau, was du sagen darfst und wenn du es nicht tust, also wenn du etwas Verbotenes sagst, dann sind die Konsequenzen auch transparent. Hier weißt du es nicht. Ja, und sehr nebulös. Und es bedeutet eigentlich mehr Freiheit, weniger Freiheit sicherlich für so Leute wie uns. Also so Leute wie wir, ich kann mir vorstellen, also ihn umgekehrt halt, ne, die dann irgendwie sagen, oh, die böse, keine Ahnung, zu konservative Regierung in Russland oder irgendwas in dem Stil, wir kämen wahrscheinlich in den Knast oder die würden uns auf jeden Fall hart gängeln. Ne? Aber für den normalen Menschen, und da komme ich wieder zurück auf das, was die Frau da gerade gesagt hat, das ist richtig, musst du nicht den Verlust vom Job oder den Ausschluss aus Teilen der Gesellschaft und so weiter, aus großen Teilen der Gesellschaft fürchten, wenn du halt mal eine andere Meinung hast. Und hier musst du das halt. Ich kenne niemanden, der während Corona keine Freunde verloren hat. Nicht eine Person. Ja. Das ist absolut heftig. Ne? Ihr im Chat, ihr habt es wahrscheinlich auch schon erlebt, ob ihr jetzt geimpft seid oder nicht. Ihr wisst, wie sehr uns das gespalten hat. Und es geht immer weiter. Ne? Ich mach mal weiter. Freier als hier. Während des Interviews. Ah ja, jetzt kommt der Angriff, meine lieben Freunde. Bereitet euch vor auf körperliche Gewalt. Haltet euren Kindern die Augen zu und euch selbst auch, wenn ihr einen schwachen Magen habt. Das wird jetzt in seinen Auswüchsen grotesk. Das macht dem Film Saw alle Ehre. Werden wir die ganze Zeit von diesem Mann gefilmt? Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Ihr werdet gefilmt? Ihr filmt die doch auch! Was ist denn das? In dem Ton das sozusagen, dass einem das nicht auffällt, wie grotesk das ist. Wir werden gefilmt. Gruselig, wir werden gefilmt. Wir filmen zwar beruflich die und wir wollen die f***en, indem wir die filmen. Ne? Wir hätten ganz gerne, wenn die bei ihrem Arbeitgeber rausfliegen, was uns nicht passieren wird, aber jemand filmt uns. Alter. Wir wollen wissen, wer er ist. Genau. Ja, warum auch nicht? Erstmal Personalien aufnehmen, ne?
Also. Das reicht. Ey, ja, dann hör auf damit. Meine Kamera dann hör auf damit, Mann. Sie filmen doch der hält den fest. Der hält den fest. Sieht hab so ich aus, das richtig ne? gesehen? Er hat ihn gerade festgehalten. Ich gehe nochmal ein bisschen Also zurück. Er hat ihn festgehalten. Und warte, welcher von beiden hat gerade gesagt, lass meine Kamera in Ruhe? War das der Typ, der den Angriff in Anführungszeichen verübt? Nee, ich glaube, das wird andersrum sein. Das wird der... Warte. Dann hör auf damit, Mann! Sie filmen doch hier. Hör auf, mich zu filmen. Ich hab dich nicht gefilmt. Statt ein... Ich gehe nochmal kurz zurück. Wir wollen das hier nicht missrepräsentieren. Echt? Ey, ja, dann hör auf damit. Meine Kamera. Dann hör auf! Also es ist schon... Er hält ihn fest. Ja. Sieht dann hör auf damit. Ja, er hält ihn fest. Ich meine, klar, dann spricht er vom Film, ne? Mhm. Das gehört auch zur Realität, aber er hat ihn da festgehalten. Also, wenn wir jetzt momentan mit diesem Stand, was wir jetzt haben, reden von einem Angriff, dann war das eher ein Angriff auf ihn. Damit, Mann! Sie filmen doch hier. Hör auf, mich zu filmen, ich hab dich nicht gefilmt. Statt einer Antwort die sofortige Eskalation. Der Mann, der uns die ganze Zeit gefilmt hat, will nicht gefilmt okay, werden. Folgendes noch kurz. Natürlich ist das dämlich. Also mit dem, das sind halt auch keine guten Optics und so, ne? Ich hab dich nicht gefilmt. Also, das klingt halt alles saudumm, ne? Und es dann so eskalieren zu lassen, das bringt halt nichts, weil dann können sie halt diese Scheiße daraus machen. Aber ich bin jetzt gespannt. Also war's das? Mhm. Ich glaube schon. Das war's. Ich glaube schon, okay. Ich mach mal weiter. Ja, und du hörst auch auf damit, Alter. Nur wenige Sekunden später weitere Anfeindungen. Aha, okay, das war der erste Angriff auf Journalisten. Ja. Also in Richtung der Kamera so die Hand zu machen, damit die halt, wie gesagt, er wollte sie dazu bringen, aufzuhören, ihn zu filmen. Ne? Deswegen geht er mit der Hand an die Kamera. Ja, das ist nach keiner Definition an dem Tag auf der Welt ein Angriff. Das kannst du nicht so nennen. Ihr seht übrigens rechts im Bild die beiden Reichsflaggen, ne? Von dem Tagesspiegel-Artikel. Ne? Also diese Aufnahmen sind auch in einem Zeitraum entstanden, wo die 5 Minuten oder so diese Flaggen rausholen konnten, bevor ein Ordner sie des Platzes verwiesen hat, beziehungsweise ihnen gesagt hat, pack diese Flaggen ein. Ja, schwurbeldi-durbeldi, ne? Auch da war Stern-TV zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja. Und sei mir mal sicher, hinter verschlossenen Türen haben diese Journos sich sicherlich gesagt, wir gehen jetzt auf diese Demo und wir werden unter anderem auch Leute provozieren, damit wir dann die Bilder kriegen, die wir haben wollen. Wir wissen nicht, was vorher mit diesem Typen war. Ne? Es kann sein, dass die dem 5 Minuten lang irgendwie aufdringlichst hinterhergelaufen sind mit der Kamera und halt ihn gar nicht in Ruhe gelassen haben. Ne? Also wir wissen nicht, was die Vorgeschichte ist. Es startet da, wo es ihnen nützt, dass es startet. Absolut, wie immer. SternTV, hau mal ab hier! Ey, das war ein harter Angriff. Ihr scheiß Nazis. Ihr scheiß Nazis. Spieß mal umgedreht. Ja, das verstehe ich humoristisch. Auf einer rechten Demo. Der hat ja eine gewisse Ironie in der Stimme, ne? So, hey, SternTV, haut mal ab hier. Ja, als, hey, SternTV, ne, also, ja. So klang es nicht. Auch hier, ne? Hier wieder die beiden Flaggen, schon wieder im Bild. Und ihr seht hinten. Da steht schon ein Bus oder so, das ist am Ende von diesem Reichstags-Rasenfläche, auf der die Demo stattfand. Weiter vorne, 20, 30 Meter davor, ist dieses Flaggenmeer aus Deutschland und AfD-Bannern, die zu der Demo dazugehören. Die hier stehen am Rande der Demo, ganz hinten. Demo. Die Flagge da hinten kennen wahrscheinlich die meisten Leute nicht und denken, oh, das wird auch ganz schlimm sein. Ich glaube, das ist dann im Chat meinte gerade einer Preußen. Eine preußische Flagge, also irgendeine andere Flagge quasi als die Regenbogenflagge oder die Deutschlandflagge, die, ich meine, immer noch mit dem Sommermärchen 2006 und so weiter positiv assoziiert ist, ne, beim Normie. Irgendeine andere Flagge eigentlich, kannst du zeigen und der Normie wird schon davon ausgehen, dass das irgendwie Nazi ist. Okay, Schlesien meint gerade eine. Was geil wäre, wenn wirklich jemand hier dieses Gesicht von dem Herrn ausgraben würde und da feststellen könnte, ob der vielleicht wirklich ein Giorno ist oder so. Das wäre sehr interessant. Preußen? Ja, das wäre interessant. Preußen meinte jetzt jemand, das war quasi die Reichsflagge. Ich kenne mich da nicht so aus. Also diese, Kaiserreichsflagge, das ist offenbar die preußische und das ist Schlesien. Okay. Alles klar. Als Nazis beschimpft zu werden, ist auch für uns neu. Wir sind weiter auf der Suche nach Menschen, die mit uns sprechen möchten. Dieser Mann stellt sich vor unsere Kamera, versucht die Aufnahmen zu stören. Ja. Also, würde man das ähnlich anmerken, wenn bei der Berichterstattung von Herrn Roger Beckamp sich da Leute dauernd vor die Kamera stellen?
Machen sie ja die ganze Zeit, ne? Die können hier noch ziemlich frei agieren. Da kommen die organisiert mit Regenschirmen und sowas, ne? Ja, und das machen die Linken ja auch. Ja, ich meine jetzt nicht hier, sondern da halt, ne? Bei irgendwelchen AfD-Veranstaltungen oder damals eBay und so weiter, ne? Da kommen die halt mit Regenschirmen, da kommt immer diese Regenschirmtruppe und versucht das alles irgendwie zu stören, ne? Mhm. Und vielleicht, keine Ahnung, nee, ich sage jetzt mal nicht den Hass. Mhm. Ich sag nur so viel, ich glaube nicht, dass solche Berichterstattungen ohne wirklich hässliche Bilder mit deinen ominösen Soundgeräuschen und irgendwie dieser Stimme, die in dem Ton redet, als wäre es gerade irgendwie der Weltuntergang, den er da schildert. Ich glaube, die bringen denen nicht so viel. Ich glaube, die bringen denen weniger, als wenn man die wirklich einfach mit dem Regenschirm daran hindert, ihre Arbeit zu machen. Ich glaube, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mhm. Ja, also auch diese Person ist halt als die einzige Person hier auch verfremdet. Ne? Man kann jetzt hier sagen, das sind die Persönlichkeitsrechte, man möchte jetzt nicht ihn als den Störer herausstellen. Ein Schwurbler könnte sagen, vielleicht gehörte er dazu. Aber das ist belegfrei und das kann man ja auch schlecht nachvollziehen, wenn man das Gesicht nicht sieht. Ne? Aber genießt alles hier mit Vorsicht. Wir wollen uns entfernen, doch der Mann folgt uns. Entschuldigung. Warum? Können wir unsere Arbeit machen? Ich habe das Gefühl, dass sie uns so ein bisschen bedrängen. Ein anderer Mann schaltet sich ein. Was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gar nichts gesehen. Also wir haben nur eine stinknormale Situation, alle in völlig normaler Distanz, Gesprächsdistanz voneinander. Und dann halt, ich habe das Gefühl, dass sie mich etwas bedrängen. Ja, deswegen sollen wir jetzt auch das Gefühl haben, oder was? Gefühle haben kannst du viel. Bilder habt ihr nicht. Mhm. Für mich ist das noch nichts Handfestes, wo man von einem Angriff reden kann. Das war alles vollkommen lächerlich und ein Bruchteil von dem, was ihren Gegnern passiert. Ne? Die können zu einem Blutring auf dem Boden zusammengeprügelt werden, so wie Magnitz. Und die lachen darüber. Solche Menschen sind das. Genau, wir erinnern uns nach dem Fall Magnitz, der mit einem Kantholz übel zugerichtet wurde, dass man dann von Extra 3 Seite aus das Meme gepostet hat. Ja, Kantholz wurde am Tatort gefunden und dann machen die da ein Bild von einem Streichholz hin, ne? Es ist, ja, es und ist glaub wirklich mir mal, pietätslos. Es ist schrecklich. Wie gesagt, der Typ sah aus, also der Typ war ein Blutpudding, trifft es ganz gut, glaube ich. Und glaub mir mal, das wird nicht, das kann man nicht nur reduzieren auf Extra 3. Diese RTL-Journalisten, die wir gerade hören, mit dem, ich habe das Gefühl, dass sie mich etwas bedrängen, die werden nicht darunter geschrieben haben, oh, das ist aber ein bisschen viel, was soll denn das? Ne? Die werden darunter geschrieben haben, Roffel, LMAO, ne, so. Er wirft uns vor, gezielt nach solchen Menschen zu suchen, um die anderen Demonstrierenden zu diskreditieren. Ja, das ist schon oft genug passiert bei euch, ja? Ja, natürlich. Durchaus, ja, das ist ein Vorwurf, den man machen kann. Wir sehen ja jetzt auch gerade, dass schon 2 Minuten des Beitrages nur davon charakterisiert sind, von den Leuten, die eure Arbeit stören. Und wir haben, wie gesagt, man darf sich nicht blenden lassen von dieser komischen Mucke, die sie einspielen und diesem ominösen Ton. Sie werfen uns vor, dass wir, ne? Also, hier sehen wir halt überhaupt nichts irgendwie Schockierendes. Hier, das ist ja ganz normal. Klar, das ist etwas erhitzt. Bei einer Demo redet er mit euch, er benutzt seine Hand, er benutzt Körpersprache und so weiter. Aber das ist ja weit entfernt auch nur von einer Drohung oder irgendetwas dergleichen, ne? Ja, und wie gesagt, natürlich hat man dort nicht das beste Bild von den Mainstream-Medien. Das ist klar. Das sind diejenigen, die ein Bild von den Leuten gezeichnet haben, was sie ja schon fast entmenschlicht hat in den letzten Jahren. Ja gut, ich würde halt fast noch ein bisschen weitergehen. Das sind die Leute, die offensichtlicherweise uns hassen und wenn sie könnten, uns alle umbringen würden. Tja, da muss Korrektiv, glaube ich, mal zuschlagen. Ja, also wie gesagt, der ein oder andere Ideologe macht da keinen Hehl draus, das stimmt. Ja, ja, klar. Und glaub mir mal, da wird nicht einer mehr, als es wirklich will, oder als es wirklich wollen, es gesagt haben, dass er es will, sondern eher einer weniger. Repräsentiert niemand. Er verfolgt uns. Ich habe ihn nicht rausgesucht. Der Mann verfolgt uns weiter, will mit uns reden. Dann merken wir, er hat Alkohol getrunken. Okay, also ihr habt euch jetzt für, weiß ich nicht, schon 1 Minute des Beitrags halt einen Betrunkenen rausgepickt. Der hat jetzt auch keinen Banner dabei, der ist einfach irgendwie nur da. Na? Ist er überhaupt Teil der Demo? Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall pöbelt der euch an, ist alkoholisiert. Okay, von den 10.000 Leuten habt ihr jetzt den einen Alkoholisierten vor die Kamera gekriegt. Super. Ist das eine Straftat? Was soll denn das heißen? Wir haben irgendeinen alkoholisierten Typen gefunden auf einer Demo. Ja, ja, finde ich auf jeder Demo. Und nun? Ja, und da wird wieder das Bild gezeichnet. Hier hinten, der Kameramann lächelt sogar schon. Der freut sich.
Ich habe nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Nur eine Bier. Gar nichts. Reden, wenn sie getrunken haben, okay? Das mache ich. Um 14.15 Uhr. Und das okay. war's. Das also, war der Besoffene war nicht mehr aggressiv. Der Besoffene, ne, der eine enthemmende Substanz genommen hatte, war nicht mal aggressiv. Ja, ja. Und ich hatte schon letzte Folge prognostiziert. Da wird man sich die Leute rauspicken, die halt alkoholisiert sind, die rumpöbeln, die haben vielleicht gar nicht wirklich, die da zufällig vorbeilaufen. Es gibt ja genug betrunkene Leute in Berlin, so ist es ja nicht, ne? Die sehen, da ist was los und dann gehen sie da hin und dann wird da irgendjemand angepöbelt, ne? Das ist das Normalste auf der Welt in Berlin, leider Gottes, ne? Baut eine Mauer um Berlin, bitte. Meine Empfehlung geht raus an den wunderbaren Schlager, Schobi, gerne mal verlinken, du weißt, was ich meine. Und jetzt geht's weiter mit der Berichterstattung über diese Demo. Und achtet auf die Musik, achtet auf den Unterton. Das gibt einiges her. Sich setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung. Auf diesem Transparent wird die Bundesregierung der Korruption beschuldigt. No! Pfizer sponsert den SPD-Parteitag. Ich verstehe nicht, wie man die Bundesregierung der Korruption beschuldigen kann. Verstehe ich nicht. Ist bestimmt korrupt. Was für Geld da alles rübergeht. Worüber? Die haben ja gar keinen Einfluss mehr. Jeden Tag werden neue Milliarden rausgegeben. Der Mann meint die Hilfen für die Ukraine. Dann wird der Ton rauer. Ja, gut, und eine Milliarde gegen rechts, ne? Die haben wir auch. Aber ja, also die Milliarden können wir rauspulvern, während die Leute hier in die Dusche pinkeln sollen, die Heizung runterdrehen sollen und sich einen Pullover, laut Herrn Schäuble, überziehen sollen. Na, ja, also, und die Plakate schon mal aufgehangen werden, ne? Ja. Mit, in Russland zum Beispiel selber, ne? Ja, übrigens, wenn hier das Atombömpchen mal einschlägt, dann leg doch mal einen nassen Nappen unter deine Tür. Ne? Ja, ja. Also wir riskieren hier, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, sie wollen uns alle umbringen. Mit dieser Sache riskieren sie zum Beispiel, uns alle umzubringen. Also buchstäblich. Na, also ich kann verstehen, dass der Mann ein bisschen verdrossen darüber ist. Durchaus. Weil dafür ist das Geld auf einmal da. Nee, warte, aber es sind doch die Hilfen für die Ukraine. Ne? Das war jetzt sein Frame. Ja. Der hat glaube ich, vergessen, dass das die Liebe ist hier und nicht der Hass. Der denkt, das ist der Hass. Ein verwirrter, armer Mensch. Mhm. Sie sehen ja auch ein Problem mit an der Sache. Sie schüren doch die Probleme. Sie schüren doch die Spaltung der Gesellschaft. Der Punkt ist klar. Dieser Mann regt sich darüber auf, dass Milliarden rausgeworfen werden und der Deutsche hier kalt duschen soll. Darum geht es. Die spalten die Gesellschaft. 1000 Millionen sind 1000 Leute. Alter, bin ich blöd. Entschuldigung. Und ich meine, das sind solche Schlangen, ne? Das sind solche Schlangen, diese Leute. Guck dir diesen bärtigen Hipster an. Sei dir mal sicher. Der hat sich gesagt, oh, jetzt hier mit so ein bisschen einer traurigen Körpersprache gucke ich mir einfach das mal so an, ne? Und bitte filmt mich mal so von hinten. Ne? Dieser Shot ist ja nicht, weil der wirklich da stehen wollte, also weil er gerade akut da irgendwas macht, sondern den haben die sogar noch dafür da platziert. Ich meine, was willst du denn da filmen gerade realistisch? Eigentlich ist er nur im Weg. Ne? Er müsste eigentlich aus dem Weg gehen, wenn er nicht redet und halt einfach die Leute filmen lassen. Mhm. Aber das sollte halt so aussehen. Ne? Diese Leute sind halt solche verlogenen Schlangen. Ist halt unglaublich. Alles, was die machen, ist strategisch. Ja, absolut. Verdammte Lügenpresse! Laut Berliner Polizei sind 10.000 Menschen dem Aufruf der AfD gefolgt. Die 11 hier die Gegendemo. Gegendemos zählen 1.400 Teilnehmende. Naja, offensichtlich hasst ganz Berlin die AfD nicht, weil die haben 10.000 Teilnehmer und ihr habt nur 1.400. Also, ich meine, die Leute kommen natürlich aus dem ganzen Land, ne? Aber ich meine, die AfD, also ist objektiv eine falsche Aussage, sonst wäre die AfD ja bei 0% in Berlin, ne? Ja, fehlender Kontext. Ganz Berlin hasst die AfD anscheinend nicht. Ja, ihr könnt ja mal abwarten, wenn die Leute nichts mehr zu fressen haben, die Wahl wiederholt, ne? Könnt ihr mal abwarten, wie sehr ganz Berlin die AfD hasst, ne? Mal gucken. Absolut, ich bin da sehr gespannt. Auch hier mit Regenbogen, FFP2-Maske, vorbildlich. Um 15.09 Uhr. Genau, und man sieht ja auch an diesem Bild, ne? Hier ist keine Reichsflagge mehr zu sehen. Ist nicht wie mehr sie da. Grade, wie sie auch diesen Aufmarsch, wie sie sagen würden, gerade unterlegt haben mit, keine Ahnung, so einer Art Cello oder fast so einer Art Marschmusik. Kannst du gerade nochmal das machen? Ja. Als dann man die wieder sieht, ne? Das ist so hochgradig manipulativ. Um 15.09 Uhr passiert die Demo die Friedrichstraße. Weißt du, subtil, aber es ist da. Ja. Ein bisschen so ein Drohnen haben sie da reingemacht. Und das war auch nicht einfach von der Aufnahme. Das hat ja keinen Cut irgendwie, wo sie ja was anderes filmen. Mhm.
Ich gebe Ihnen den Benefit, vielleicht hat da jemand so eine tiefe Tröte dabei gehabt, ne? Kann ja auch sein. Ja, das kann sein. So eine Vuvuzela. Wobei, so das ist dann ja wieder afrikanisch, ne? Wobei, das ist dann ja wieder kulturelle Aneignung. Ja gut, da bräuchtest du halt einen Afrikaner für, ne? Ja. Angeführt wird der Zug von Parteiprominenz. Unter anderem die Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch und Stefan Brandner. Aus einem Fenster wird eine Dem man hier auch die ganze Zeit ein Mikrofon vor die Nase hält, er aber nichts sagt. Na, also was hat man ihn denn gefragt? Was hat er denn gesagt? Das werden wir nicht hören. Aber jetzt kommt das mit der Konfettikanone. Konfettikanone abgefeuert. Eine Aktion linker Aktivistinnen und Aktivisten. Es sind geschredderte Flyer der AfD. Sehen, ne? Ist echt? Halt so lächerlich. Man kann die halt überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Aktivistinnen und Aktivisten. Das ist halt, man hat irgendwie vor 3 Jahren, finde ich, konnte man sich nicht vorstellen, dass die wirklich anfangen würden, diese Scheiße durchgehend zu machen. Ne? Sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht. Bei RTL erst recht. Und jetzt ist es so. Ja. Oh, geschredderte AfD-Flyer haben sie da. Haben sie da aus der Konfettikanone geblasen. Was für ein starkes Zeichen. Das klingt das schon fast nach politische Schönheit, ne? Wenn du das düster untermalst, ne, und keine Ahnung, ist eine Aktion der AfD ist oder irgendwas mit irgendeinem linken Flyer oder so und ein paar etwas brutalere Worte dafür findest, was sie da gemacht haben, ne? Sie haben einen Flyer zerstört und die Demonstrierenden damit beworfen. Irgendwie sowas, ne? Schredder mal genug AfD-Flyer. Das sind schon ein paar tausend, die du da schreddern musst. Das könnte man, wenn man es andersrum machen würde, ne? Wenn die grünen Flyer schreddern würden, dann würden sie jetzt sagen, Behinderung von Wahlkampf durch Vernichtung von Wahlwerbung. Ja, und allein, dass das Zeug runterregnet auf die Leute, ist mehr ein Angriff als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Ja, ein starkes Zeichen. Zeichen würde man das dann auch medial nennen. Ja? Ein starkes Zeichen gegen rechts. Konfetti. Dann treffen wir auf die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD. Als uns der Mann mit dem Megafon entdeckt, wird der Slogan entsprechend geändert. Was war denn der Slogan zuerst? Ich habe das gar nicht verstanden. Hier regiert die AfD. Ja. In Bezug auf die Demo? Ja, also ich meine. Hier regiert die SPD, hier regieren die Grünen. Wäre das ein radikaler Slogan? Nein. Sie meinen damit halt in Deutschland, ne? Also in Deutschland könnte man es werten als eine Aussage in Richtung von fassen wir immer mehr Fuß und das ist auch wahr, ne? Also die neuesten Umfrageergebnisse, ne? Ich habe Rheinland-Pfalz mir neulich angeguckt, da hat die AfD zugelegt um 8,5%. Ne? Wow. Das ist heftig. Okay, jetzt sieht der Typ mit dem Megafon, der diesen Demozug wahrscheinlich dann als Parolenvorredner anführt. Da hat jetzt das Stern-TV-Team gesehen und jetzt sagen sie, es gibt kein Recht auf linke Propaganda. Das ist eine Spiegelung von dem Slogan, den dauernd die Antifa bringt, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Und ob sie uns belügen, ich würde im Zweifel eigentlich immer davon ausgehen, ja, damit, dass sie dann den Slogan geändert hätten, quasi im Sinne von, oh scheiße, das ist ein Kamerateam. Ich meine, die waren ja schon ziemlich nah dran. Ne? Mhm. Die waren schon ziemlich nah dran. Dieses Kamerateam haben die Leute schon gesehen, bei dem Ausschnitt, den sie gezeigt haben, als sie gesagt haben, dann treffen wir auf die junge Alternative. Da, die waren ja deutlich zu sehen. Ne? Ja. Wir wissen nicht, ob sie uns darüber möglicherweise sogar belügen. Da war dann ein Schritt danach. Also wer weiß. Genau, da gehen sie doch deutlich auf sie zu. Als uns der Mann mit dem Megafon entdeckt wird... Ja, gut, wie der da winkt. Vielleicht muss ich das revidieren. Wie der da winkt, vielleicht. Aber gut, dann war das halt saudämlich von dem. Ne? Es ist auch nicht mal wirklich ein radikaler Slogan. Mhm. Nö, ist es nicht. Der Slogan entsprechend geändert. Es gibt kein Recht auf linke Propaganda! Es gibt kein Recht! Ja, auf Propaganda sollte es allgemein kein Recht geben, ja. Das ist ja nur eine Verhohnepiepelung von einem linken Spruch. Ja, ganz genau. Ja, das versteht Stern-TV aber nicht. Also wenn die das... Der Zuschauer auch nicht. Das haben doch die anderen auch gerade gerufen. Haben nicht wortwörtlich das die anderen auch gerade gerufen? Ich gehe einmal zurück zur Gegendemo. Der Vollständigkeit halber. Genau, wo sind gefolgt. Die Die 11 Gegendemos zählen 1400 Teilnehmende. Ganz Berlin hasst die AfD! Na, ganz Berlin hasst die AfD. Okay. Nur? Oder? Ah, okay. Ich meine aber, dass, also ich wette 1000 Euro darauf, dass auf dieser Demo auch der Slogan, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, skandiert wurde. Also da würde ich mir ein Bein für abschneiden, Alter. Und vor allem, das wäre nicht einmal etwas, was für sie nicht zeigbar wäre.
Sie haben das sicher schon gezeigt, nur halt dann mit positiver Musik unterlegt und gesagt, ja, für die Liebe und Toleranz haben hier wieder einige zehntausende Leute demonstriert, bei der wir sind mehr Demo. Ne? Ja. Also das wäre halt nicht mal etwas, wo sie sich scheuen würden, das zu zeigen bei ihren Leuten. Die exakt selbe Botschaft umgedreht ist dann auch wieder ein Beleg dafür, wie radikal und böse die AfD ist. Absolut, genau. Das funktioniert dann. Das Bild, was jetzt bisher gezeichnet wurde in den 3 Minuten des Beitrages, ist Reichsflagge, Betrunkener pöbelt uns an, Leute blockieren unsere Kamera, hier schau, wie bedrohlich die marschieren und Slogans skandieren. Das ist das Bild, was gezeichnet wurde. Sachliche Interviews, vielleicht 2, ne, wo der Ossi das sagt, wir haben Erfahrung mit Diktatur und wo das mit Chemnitz kam. Aber mehr, also das ist ja jetzt schon alles in Vergessenheit geraten eigentlich. In meinen Augen. Man weiß halt auch, wofür es alles da ist. Ne? Also das, was du jetzt sachliche Interviews nennst, das war einfach nur da, um zu sagen, hier, guck, Ostdeutsche sind doch alle Nazis. Ne? Ja. Das war der Punkt. Das sollte sich der normale Mensch dabei denken. Für uns macht das dann Sinn, was die sagen. Aber für die ist das aus dem Overton-Fenster raus gewesen und deswegen haben die das gezeigt. Ja, da ging es um Spaltung. Ja. Uns gegeneinander auszuspielen. Schaut die Ossis. Direkt wird der Slogan entsprechend geändert. Versuch eines Gesprächs. Gibt es denn Recht auf rechte Propaganda? Ja, ganz einfache Antwort. Ganz einfache Antwort. Das muss einem doch eigentlich sofort in den Kopf schießen. Ja, nach euch nicht. Ja, ja. Nach also eure Leute, wenn ihr die Gegendemo fragt, nicht. Ne? Das ist doch euer Spruch. Das ist doch euer Spruch. Das muss einfach die Antwort sein. Ja, ja. Ja, er entscheidet sich jetzt dafür, sich nicht zu äußern. Ja, eine vertane Chance. Wahrscheinlich liegt es eher daran, dass die irgendwie eine Vorgabe hatten oder sich abgesprochen haben, okay, wir reden nicht mit der Presse. Ja, wahrscheinlich, ja. Statt Antworten die üblichen Vorwürfe. Reden Sie doch einfach mit uns. Wo haben wir gelogen, Stern-TV? Auf linke Propaganda, es gibt kein Recht auf linke. Gib mir 10 Minuten. Gib mir 10 Minuten, Alter. Und ich hab nicht ein Beispiel. Ich baller dich zu mit Sachen, für die man euch den Laden dicht machen sollte. Absolut. Absolut. Propaganda, es gibt kein Recht auf linke Propaganda, es gibt kein Recht. Auch typische Nazis hier, ne? Schrecklich. Also Folgendes beobachten wir gerade. Die haben sich abgesprochen vorher, höchstwahrscheinlich haben sich gesagt, nicht in der Presse reden. Die werden dann irgendwie den Dümmsten von uns halt nehmen, was halt passieren würde, ne? Und den halt irgendwie zeigen. Und sie präsentieren das jetzt einfach als, hier, guck mal, wir sind die Gesprächsbereiten, die sind überhaupt gar nicht gesprächsbereit. Ja. Diese fucking Schlangen. Um 15.57 Uhr ist der Zug in der Leipziger Straße. Immer wieder hören wir diese Sprechchöre. Ja, sind ja wahrscheinlich auch zum Großteil Ossis. Das war ihnen irgendwie wichtig. Also sie wollten auch irgendwie wirklich dieses Ost-gegen-West-Ding pushen. Ja, ja, das haben sie auch schon am Anfang des Beitrags vorangetragen, ja. Das fügt sich hier jetzt sehr gut ein. Ne? Also es gab sicherlich mehr Slogans. Und er sagt gerade hier, typische Nazis, gut aussehend, gepflegt, wahrscheinlich alle am Arbeiten. Ja, ja, also das ist nicht, ich meine, sie werden hier natürlich, das haben wir schon 30 Mal betont, nicht die besten Ausschnitte zeigen. Und das ist nicht so eine Versammlung von degenerierten Freaks, wie wir sie gesehen haben bei der Gegendemo. Und da werden sie das beste Bild genommen haben. Davon gehe ich aus, ja. Sehr wenig schwarzer Block, sehr wenig Verhüllung. Möglichst nicht gewaltbereites Bild wurde da gezeichnet. Auch keine musikalische Unterlegung, wie in diesem Fall. Es sind die kleinen Dinge, die da ein Bild zeichnen. Dann wird es noch einmal hektisch. Kräfte einer Berliner Einsatzhundertschaft stoppen den Zug. Warum denn? Übrigens, dass du das nicht ironisch gemeint hast, das habe ich verstanden. Also ich habe dir zugestimmt quasi gerade. Wobei? Ach, mit dem, dass sie gut aussehend sind und so weiter, ne? Ich glaube, ja, das kam dann vielleicht bei ihm so an, als wäre das eine Entschuldigung dafür gewesen, dass die irgendwie alle so scheiße aussehen. Aber die sehen halt nicht scheiße aus, die sehen halt normal aus. Die sehen normal aus, ja, absolut. Immer wieder kommt es an der Strecke zu Auseinandersetzungen mit... Ja, mit wem denn? Mit Teilnehmenden der Gegendemos. Ach so! Die werden körperlich, oder was? Ah ja. Wiederhole mich immer so hier. Was müssen wir den Weg bitte fortsetzen? Und auch das gibt es. Ah, jetzt kommt der Hitlergruß, Leute. Von der jungen Frau am Rande der Demo, ne, die hier rechts im Zug mitläuft.
Eine junge Frau hebt die rechte Hand mindestens 6 Sekunden lang. Offenbar der Hitlergruß. Dieselbe Szene von irgendwas zeigen. Was ist das denn? Oder sie wollte auf irgendwas zeigen. Oder sie wollte diese Geste machen, die Boateng immer macht, mit dem quasi f*** dich, ne, in Richtung der Medien. Also Schlomo, ich weiß ja nicht, seit wann geht denn der Hitlergruß? Also es ist gespiegelt, der ist schon mit dem rechten Arm, mit 2 Fingern. Ja, ich glaube 3, oder? Ich glaube 2 aber oder 3. Aber immer noch. Also sie macht ja quasi, keine Ahnung, fast diesen umgekehrten Pepe-Gruß, ne, das Okay-Zeichen. Ja. Es sieht eher wie sowas aus. Also ein Hitlergruß sieht halt komplett anders aus. Und deswegen mussten sie in der Tagesschau, man wusste es halt, ne? Wenn die da schreiben, irgendwie Hitlergruß ähnliches Ersatzprodukt oder so, ne, wie das auf veganem Fleisch stehen würde oder so. Ich weiß nicht genau, was sie gesagt haben. Wenn sie sowas schreiben, hat das einen Grund. Der Grund ist eben, naja, das ist straight up ganz klar, keiner war. Einem Handy gefilmt. Und jetzt? Jetzt sind es 4 Finger. Das Video kursiert wenig. Und jetzt macht sie die Hand so hoch und runter. Ist das, also, ich weiß ja nicht. Also ich würde niemals von selber auf die Idee kommen, dass das ein Hitlergruß sein sollte. Ne? Ich würde halt denken, gut, das wirkt so ein bisschen wie jemand, der vielleicht Drogen genommen hat oder so. Ne? Die wirkt halt komisch. Aber Hitlergruß würde mir nicht in den Kopf kommen dabei. Mir jetzt erstmal auch nicht. Nicht später auf Twitter. Die rechte Hand der Frau geht runter als andere Teilnehmende auf. Alter, wir reden darüber, dass jemand seine rechte Hand gehoben hat. Und jetzt kommen wir hier mit der scheiß Lupe im RTL. Das ist doch absurd. Selbst wenn das straight up ein Hitlergruß gewesen wäre, dann wäre da halt ein Neonazi drauf gewesen. Das spielt keine Rolle. Das ist mir scheiß fucking egal. Und man sollte trotzdem auf diese Demos gehen. Selbst wenn es so gewesen wäre. Ja, selbst wenn. Selbst wenn. Und noch nicht mal das wird wahrscheinlich der Fall sein. Aber selbst wenn. Die Leute gehen für einen Belang auf die Demo. Ich bin nicht verantwortlich für das, was die Leute auf der Demo machen. Was wollen die denn? Okay, die Frau, nehmen wir jetzt mal an, sie zeigt wirklich den Hitlergruß. Was wollen die denn? Dass 10.000 Leute dann die Demo abbrechen? Dass sie nach Hause gehen? Ist es das, was die wollen? Okay, ich will nach Hause. Ja, okay. Komm aus Bayern. Ne, da wird das so durch, von dem Megafon-Typen durchgesagt. Da hat jemand hier eine abgewandelte Form vom Hitlergruß gezeigt. Also jetzt gehen wir alle nach Hause, ne? Nicht, dass die Medien da was Blödes drüber sagen. Wir distanzieren uns. Ja, sollen wir so machen. Ja. Und ist es nicht lustig auch, fand ich gerade einen interessanten Gedanken, dass diese Hitlergrüße am Ende dann immer so ein Witz sind. Aber die Flaggen, die haben sie immer. Meine Theorie ist halt, das ist... Oder das hat auch damit zu tun, dass diese linken Aktivisten und Journalisten, die diese False-Flag-Geschichten machen, halt keine Straftat begehen wollen. Und diese Fahnen sind keine Straftat. Deswegen machen sie die Fahnen immer und die Hitlergrüße wollen sie nicht machen. Weil wenn das dann rauskommt, das würde strafrechtlich untersucht. Ne? Durchaus, ja. Durchaus. Auch hier dann, bei diesen Sachen sind dann auch die Gesichter dementsprechend verpixelt. Es gibt halt diese Leute, auch bei uns in der Szene, die können anhand dieses Gesichts einen Twitter-Account ausfindig machen und dann steht da vielleicht, weiß ich nicht, Heinrich-Böll-Stiftung oder so. Ne, sowas in diese Richtung. Es gab es oft genug, genauso wie in Chemnitz, dass nachweislich ein Linksradikaler den Hitlergruß gezeigt hat, um die Demo in ein anderes Licht zu rücken. So eine Demo müsste eigentlich nur so ein großes Rumgelaufe von allen sein. Alle müssen die ganze Zeit so rumrennen. Okay, hier in der Ecke von der Demo zeigt hier irgendwer einen Hitlergruß. Nein, okay, wie sieht es da drüben aus? Ja, sieht etwas so aus mit Fantasie. Gut, gehe ich nach Hause. Wie gesagt, also einer von 10.000. Ich werde jetzt keine Prozentzahl angeben, weil ich mich jetzt hier blamiere. Ja, aber... Ja, es ist halt irrelevant. Wie gesagt, ihr ruiniert gerade Deutschland mit einer Geschwindigkeit, die vollkommen neu ist. Und das ist mir so egal. Ich kann das kaum ausdrücken, wie egal mir das ist, ob da jemand einen Hintergrund gezeigt hätte. Das ist jetzt kein Zurückrudern, weil das ja doch einer war. Ne? Ich denke, das war einfach nur eine komische Frau, die möglicherweise auf Drogen war oder so und halt so komisch mehr oder minder getanzt hat. Ne? Das hat ja sowas Rhythmisches oder so, die so ein bisschen den Moment gefühlt hat, ne? Wenn man so will. Aber wie gesagt, selbst wenn, ist egal. Ja, wir schauen uns das nochmal an. Und auch das gibt es. Eine junge Frau hebt die rechte Hand. Eieiei. Mindestens 6 Sekunden lang. Offenbar der Hitlergruß. Offenbar. Selbe Szene von dem alten Mann hier auch, ne? Wenn du den richtigen, also direkt davor, ne? Wenn du an der richtigen Stelle Stopp machst, dann kannst du das auch so aussehen lassen. Hier, eine abgewandelte Form vom Hitlergruß. Warte, ich krieg den nicht. Ich mach uns hier die Schlagzeile, warte. So. Hitlergruß. Na! Ja, bisschen früher. Ah.
Da. Naja. Ja, das ist eher der Basketballspieler. Da müssen wir ein bisschen mit Photoshop ran, ja? Ein bisschen direkt davor. Ja. Das war schon gut, Ja, das war aber die Frau, ne? Hier. Nee. Ich meinte, der war noch mal kurz. Ah, ja, so. Ich glaube, so reicht. Ja, für Bistron reicht das. Ich meine, es ist auf dem Niveau von der Bistron-Geschichte, ne? Vielleicht etwas weniger gut, aber das ist jetzt kein Liga-Unterschied, ne? Nein, und ja, du musst halt wirklich blöde sein, um sowas vor laufender Kamera zu machen. Dieselbe Szene von einem Handy gefilmt. Das Video. Warum fängt sie das an mit halt so einer komischen Geste, wo es eher aussieht wie zeigen oder irgendwas, ne, mit ihrem Daumen und ihrem kleinen Finger so zusammen und dann wird das halt, also sie plant quasi sneaky den Hitlergruß zu machen oder wie? So nach dem Motto, ich rette mich dann immer damit, dass ich am Anfang gar nicht den Hitlergruß gemacht habe, sondern halt noch Daumen und kleinen Finger zusammen hatte. Sie wirkt auf diesem Video auch nicht für mich wie eine Person, die so strategisch an so etwas herangehen würde. Sie wirkt eher wie etwas im Moment gefangen. Ne? Etwas so, also wie gesagt, als wäre sie drauf eigentlich. Posiert wenig später auf Twitter. Die rechte Hand der Frau geht runter, als andere Teilnehmende auf die Frau einreden. Ja, ist mir egal! Ja, aber die können bei uns machen, was sie wollen oder was? Alter, V on Edge, das sind die Rechten, ne? Das sind die Rechten, die da demonstrieren. V on Edge unser Lager auch schon ist, bezüglich sowas. Ne? Ich hätte gar nicht erwartet, dass irgendjemand das jetzt irgendwie ansprechen würde oder so, weil das halt ja so diffus nur in die ganz vage Richtung von einem Hintergrund ging. Ne? Aber so on Edge sind wir schon, dass wir da Watchdogs spielen selber, weil wir halt wissen, dass die Medien uns f***en damit. Ja, und selbst, also ich habe mittlerweile ein Misstrauen gegenüber den Medien entwickelt, was mich im Mindesten, also es für mich in den Raum des Denkbaren rückt, dass man dort nicht zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das ganz klar. Klar, dann ist natürlich die Frage. Dann wäre natürlich die Frage, wieso macht man nicht einen richtigen Hitlergruß, ne? Also einen eindeutigen. Aber dann könnte es ja auch sein, dass die sich dann gedacht haben, gut, was können wir als Hitlergruß verkaufen, aber wird juristisch niemals aus einer durchgehen. Ne? Also man kann sich da in solche Labyrinthe reindenken, ist unglaublich. Ja. Deutschland, Alter. Gemeint sind die Teilnehmenden der Gegendemos. Die Frau verschwindet zunächst im Demozug. Dann werden wir Zeugen dieser Auseinandersetzung. Jetzt wird's hart. Wir gehen arbeiten, wir zahlen Steuern. Wo war die Auseinandersetzung jetzt? Hä? Damit die leben können. Wie können Sie denn davon ausgehen, dass die nicht arbeiten? Haben Sie es gesehen? Das sind ja nur Ausländer. Fast nur Ausländer. Hier gucken Sie. Fast nur Ausländer. Ja, die Leute müssten Statistiken kennen. Ja gut, aber auch dann nehmen sie den Ausschnitt einfach nur nicht. Ne? Hm. Aber wenn halt die Leute großflächig wüssten, 3/4 der Syrer, der arbeitsfähigen Syrer, sorry, kriegen Hartz IV und sowas, ne? Das vor den Latz geknallt, da kommt halt nichts mehr. Ja, und da hast du halt wieder die Ossi-Omi, die halt ein paar Plattitüden raushaut und das wird jetzt hier in den Fokus gerückt. Wo ist denn jetzt das Interview mit den Bannerträgern? Wo ist denn jetzt Beatrix von Storch oder Herr Brandner, der das Mikrofon vor der Nase hatte? Wie hat der sich denn geäußert? Ne, das war nur kurz vor seiner Nase, hören wir nichts von. Dann nehmen wir lieber Ossi-Omi. Habt ihr mal versucht, diese Frau, die den Hitlergruß gezeigt hat, zu interviewen? Ne? Weil die wirkte auf mich jetzt nicht gerade in einer aggressiven Stimmung. Ich würde raten, das habt ihr nicht, weil ihr wusstet, dass die euch dann sagt, ja, das war gar kein Hitlergruß, also ich habe das nicht so gemeint. Oder vielleicht habt ihr sie interviewt und sie hat genau das gesagt und deswegen zeigt es nicht, das kann auch sein. Oder es wäre halt möglich, dass das die Tina ist aus der Redaktionsstube. Ne? Das könnte auch sein. Die Frau und ihr Mann sind ebenfalls aus Sachsen. Ja, da sind sie wieder. Die Ossis. Vor allem die Hilfen für ukrainische Geflüchtete ärgern sie. Die kriegen hier alles. Die gehen, fahren mit dem Flixbus Deutschland und Ukraine, holen unser Geld ab. Das hat Friedrich Merz behauptet, das wurde widerlegt. Es gibt Leute, die mit Flixbusse gefahren sind. Es wurde widerlegt. Das ist das Gegenargument? Es wurde widerlegt? Ja. Das ich habe aber bei Böhmermann geguckt, da gab es aber einen Faktencheck, ne, aus diesem Song. Also was an Sozialhilfebetrug schon in Deutschland funktioniert hat und wie langsam die Behörden da arbeiten. Ne? Also Leute, Abu-Chaka-Clan, ne? Die Leute fahren fette, geile Autos, wohnen in richtig geilen Häusern, beziehen Hartz IV. Ne? Also sowas ist grundsätzlich erstmal möglich in Deutschland. Ja, und dass einiger Undank auch kam von, wie gesagt, nicht allen, aber einem Teil der Ukraine-Flüchtlinge, ne, dass
Das ist ja der Fall. Ne? Also die wollten zum Beispiel nie auf dem Land leben. Die sind einfach selber nach Berlin weitergefahren. Also man hat die quasi einquartiert in Asylbewerberunterkünften auf dem Land und sie wollten aber in einer großen Stadt sein. Ne? Das finde ich halt, ja, das ist ein gewisser Undank, der da teilweise durchgekommen ist. Insofern, ja, ich würde es auch generell nicht machen mit finanziellen Anreizen. Ne? Ich würde den Leuten gar kein Geld geben. Ich würde ihnen halt nur Sachleistungen geben. Ja. Das wissen Sie, Hans, kennen Sie die, oder? Ja, hat's mir auch mitbeauftragt. Alles klar. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass man Menschen auch in Not helfen muss? Ja. Oh ja, ja, komm, dann warum spenden Sie denn nicht die Hälfte Ihres Gehalts nach Afrika? Diese Menschen sind doch auch in Not, in ihren Blechhütten. Denen geht's doch auch ganz schlecht. Na, aber wie gesagt, jetzt hast du die Frau da an der Angel, eine ältere Dame, 50 Jahre alt, plus wahrscheinlich, die ist schon für die richtige Sache auf der Straße, aber die kann sich nicht artikulieren wie ein Politiker. Was man auch mal den Leuten klar machen muss, ist, glaube ich, die Leute, die wir in so einem Beitrag jetzt da sehen, das sind jeweils die schlimmsten Leute, ne? Die unzeigbarsten Leute, die das rechte Lager am schlechtesten aussehen lassenden Leute, die es auf der gesamten Demo gab. Ja. Ne? Ja. Und das sind warum? Auf jeden Fall die sie gefunden haben. Weißt du, was ich auch auffällig finde? Wir erinnern uns an die Reichsflaggen, die wir jetzt zweimal im Bild gesehen haben am Anfang dieses Abschnitts der Stern-TV-Sendung. Warum gehen die nicht auf diese Leute zu und reden mit denen? Also sind die nicht besonders interessant? Warum höre ich nichts davon? Also warum hat man die nicht interviewt? Das finde ich komisch, Schlomo. Das finde ich komisch. Das sind doch die geilsten Bilder. Warum holt man sich diese Leute nicht vor die Kamera? Damit die ein bisschen abschwurbeln über, weiß ich nicht, das Reichsbürgertum oder so. Warum nicht? Ja, ist eine sehr gute Frage. Ne? Verpasste Chance. Na, also warum sind es dann immer nur einfach solche Aufnahmen? Und häufig sieht man auch das Gesicht nicht richtig. Ich meine, hier auf diesen Aufnahmen, da erkennt man ja auch nicht das Gesicht von den Leuten mit den Fahnen. Wäre das nicht auch interessant? Also da erkennt man zum Beispiel, also an einer Stelle hat man auf jeden Fall ein Gesicht von denen erkannt, da habe ich vorhin auch rangezoomt. Hier zum Beispiel, da der Typ in der Mitte, der hält hier die Reichsflagge. Warum geht man da nicht direkt hin? Sie hat natürlich ein kurzes Zeitfenster, ne, weil die von den Ordnern recht schnell da weggebracht wurden. Aber das sollte ja eigentlich das Erste sein. Okay, erste Priorität, wir fragen diese Leute, warum sie mit dieser Fahne da stehen. Ne? Ja, also und dann es hat können gereicht. Sie irgendwas erzählen. Es und dann kannst du halt irgendwie Nachfragen machen und sie irgendwie sauer machen. Halt irgendwie so, ja, aber sie verstehen schon, dass das Nazi ist, ne? Halt so in dem Stil. Und dann bis die halt irgendwie ausrasten. Ne? Also da steckt ja so viel Potenzial drin. Diese Leute werden so weit entfernt sein von dem, was sie für gesellschaftsfähig halten. Da wirst du Goldmaterial rausbekommen. Ja. Also die Zeit hat gereicht, um darauf scharf zu stellen in zwei Einstellungen. Ja, ja, das schon, ja? Das schon. Aber man ist nicht direkt zu ihnen hingegangen. Ne? Eigenartig. Aus Angst. Vor Gewalt. Ja, ja. Allem die Hilfen für ukrainische Geflüchtete ärgern sie. Die kriegen hier alles. Die gehen, fahren mit dem Flixbus Deutschland und Ukraine, holen uns Geld ab. Das hat Friedrich Merz behauptet, das wurde widerlegt. Nee, es gibt Leute. Das hat der korrektiven Faktencheck zugemacht, ganz genau, ja. Die mit Flixbusse gefahren sind. Das wissen Sie, Hans, kennen Sie die, ja, oder? Ja, hat's. Wie gesagt, also ich gebe hier keine Tipps, wie man sowas machen sollte. Ich habe davon gehört, wurde auch schon mal beim Tagesspiegel ein Artikel drüber verfasst, in einem anderen Kontext, jetzt nicht Ukraine, dass eigentlich nur eine deutsche Meldeadresse zur Verfügung stehen muss, um das dementsprechend zu beantragen, ob du nun im Land bist oder nicht. Na, und da gibt es dann halt Leute, die dann diese Meldeadresse für sich reklamieren können. Da fährt jetzt keiner zu Hause vorbei und schaut, ob du da wirklich wohnst. Na, also es gibt da Mittel und Wege und die werden auch genutzt. Ja, und denen öffnest du immer Tür und Tor, wenn du das halt monetär machst, dann hast du halt einen Anreiz. Ne? Wenn du sagst, wir geben dir hier ein paar Äpfel, dann kommen nicht Leute, die eigentlich überhaupt keine Hilfe brauchen, hier hin, weil sie sich denken, wir kriegen hier Äpfel. Ne? Mhm. Auch gesagt. Alles klar. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass man Menschen auch in Not helfen muss? Ja, das auch. Wenn wirklich Not da ist, aber wenn die hierher kommen mit irgendwelchen schönen Autos, da ist keine Not da. Die sind alle reich in der Ukraine. Ja, so eine generalisierende blöde Aussage, das ist jetzt halt wirklich für die, das ist ein Hauptgewinn, sowas zu hören. Na, das ist ein Hauptgewinn. Ihr müsst euch das vor Augen führen. Das ist das Beste, was sie uns zeigen von der ganzen Demo. Die waren da wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs und haben stundenlang Rohmaterial ausgewertet. Und da war das jetzt das Beste, was man kriegen konnte. Das Radikalste. Eine Oma, Folgendes, die sagt, ach ja, die wollen doch nur unser Geld. Ja, Folgendes. Solche Leute werden immer bei den Demos mitlaufen. Das heißt, das Problem werden wir nicht los. Wir müssen uns eigentlich Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen. Ne? Wahrscheinlich ist der Frame gar nicht schlecht, von wegen, das sind die unpräsentierbarsten Rechten, die sie da gefunden haben. Ja.
Schlimmer als das war es offenbar nicht auf der Demo. Ja. Wir brauchen unser Geld, ne? Noch einmal treffen wir im Demo. Ja, das ist halt, also dreh das Niveau doch mal um. Wir müssen den Leuten helfen, weil Solidarität und Syrien ist auch noch Krieg und ja, alle, wir haben doch Platz. So, genauso ja. Qualifiziert äußert man sich ja auch von der anderen Seite, ne? Also. Sie haben halt die Macht, das zu tun, ne? Bei ihnen reichen halt ihre Begriffe Solidarität und Menschlichkeit und so weiter, um als Argument dazustehen, ne? Die haben genug Interviews geführt. Ich lese es hier auch gerade im Chat. Ja, höchstwahrscheinlich, und das haben sie ausgewählt. Ja. Warum? Bezug auf die junge Alte. Wollt man die Demo besonders gut darstellen? Oder ne, halt schwachmatisch? Alternative. Das sieht fast noch aus wie das Logo von Gegenstimme, was sie da haben auf ihrem Banner. Mal versuchen wir ein Gespräch. Wir haben ja den Mikro, ne? Also, sie versuchen jetzt nochmal ein Gespräch. Schließt euch an! Schließt euch! Was auch wieder eine Lüge ist, ne? Was auch wieder eine Lüge ist. Eine Lüge, etwas indirekt, aber eine lupenreine Lüge. Mhm. Sie versuchen jetzt nicht schon wieder mal ein Gespräch. Sie versuchen A, natürlich wieder irgendwen zu f***en und als die letzte Sau durchs Dorf zu treiben. Und B, war das nicht der dritte Versuch oder so von einem Gespräch? Mhm. Also die Wahrheit wäre, wir haben 100 Leute angesprochen, wahrscheinlich weniger. Wir haben 50 Leute angesprochen. Und hier ist der Nächste, der uns nicht richtig gef***t hat im Gespräch. Das wäre ehrlich. Zum Beispiel. Clownsfeld Merch, Shobi, einmal bitte den Link einfach in den Chat. Da wurde nochmal nachgefragt. In der Nähe in der Wilhelmstraße treffen wir die junge Frau wieder, die offenbar den Hitlergruß zeigte. Die Szene wurde... Offenbar, ne? Also man macht sich unangreifbar, indem man sagt offenbar oder wohl oder mutmaßlich. Da ist nichts gesichert, ne? Und wir haben... Und da trifft man sich wieder. Interessant. Da trifft man sich wieder. Ach, so ein Zufall, ne? 10.000 Leute. Wir wollen doch eigentlich nur den Versuch machen, nochmal ein Gespräch zu führen, ne? So, damit man halt in den Dialog kommt mit diesen Leuten, ne? Und dann sehen wir die halt wieder, wie sie gerade festgenommen wird. Ich meine, es könnte halt auch sein, dass die sagen... Scheiße, Tina, müssen wir jetzt irgendwie da rausboxen. Tina, aus der Redaktionsstube geht uns hier langsam flöten. Wir dachten nicht, dass die dafür festnehmen. Das könnte auch sein. Auch von der Polizei beobachtet, die Frau hier aus der Demo gezogen hat. Sie muss sich wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Übrigens keine Anzeige erstattet. Keine Anzeige erstattet, übrigens. Ne? Ja, das dachte ich mir. Ja. Polizei Berlin, also allein, dass die festnehmen dafür, ein Clownsverein, ein Verein von lächerlichen Gestalten. Ja, also wenn dafür die Zeit ist, dann steckt da nicht viel Gewalt. Ne? Also ich bin der Meinung, da wurde dann halt auch gepetzt, ne? So in diese Richtung wird das gelaufen sein. Na, wenn es Tina war, nicht. Wenn es Tina war, Upsi. Da haben wir jetzt nicht mit gerechnet, ne? Oder Upsi, ja. Wir haben es ja letzte Woche in der Berichterstattung dementsprechend gelesen. Zwei Hitlergrüße oder abgewandelte Form. Personalien wurden aufgenommen, aber die Leute sind auf freien Fuß, keine Anzeige. Also war am Ende nicht so viel dran. Die Berliner Polizei ist halt gekackt, von oben vor allem. Ne? Und die kriegen natürlich dann Anweisungen auf Grundlage dieser Gekacktheit. Ne? Slowik wurde ja installiert, Wikipedia zitiere ich, wenn ich sage, im Rahmen der politischen Neuausrichtung, die gemacht wurde, weil eine Antifa-Kneipe von der Polizei durchsucht wurde, was politischen Obrigkeiten, vor allem Geisel, dem Innensenator, nicht gepasst hat. Ne? Und die versuchen halt alles, damit die Polizei direkt in den Dienst gestellt wird von den kommunistischen Machthabern. Hier jetzt kommt eine Stelle, da hat es dann geregnet. Und das wird jetzt hier gemolken. Oh, schaut euch die Idioten an, ne? Da hat es geregnet, mussten die sich unterstellen. Ne? Um 16.42 Uhr geht ein Regenguss nieder. Ach, diese Loser. Ja. Der heiße Herbst wird plötzlich ganz kalt. Was ist denn jetzt mit dem Versuch vom Gespräch? Ist nichts geworden. Also, nochmal versuchen wir ein Gespräch. Und das war's dann. Also da kam dann kein Gespräch. Auch kein Versuch von einem Gespräch. Nee. Habe ich Alter, jetzt auch nicht mitbekommen. Und das ist schon so ein bisschen, ich muss denken an früher die Wochenschau bei den Nazis. Ne? Ich habe mir da neulich mal so eine Folge angeguckt, um mir anzugucken, halt, wie sieht denn eigentlich Kriegspropaganda aus? Oder wie sah das denn damals aus? Ne? Und da haben sie halt darüber geredet, auch so ein bisschen in diesem Diss-Ton. So, ne? Ja, die Russen hier, laut russischer Propaganda, bei irgendwie diesen Feldern, die wir jetzt erobert haben, wäre hier die Weizenproduktion schon längst wieder angekurbelt worden.
Ja, wo ist jetzt euer scheiß Weizen? Ne? So in dem Stil halt. Ne? Mhm. Und das haut ja quasi in eine ähnliche Kerbe. Ja, was ist mit eurem heißen Herbst hier? Also so heiß war der ja wohl nicht, ne? Ja, ihr musstet euch unterstellen, ihr Weicheier. Kurz darauf ist die AfD-Demo beendet. Ja, und dann die letzten Töne der deutschen Nationalhymne, um das nochmal abzuschließen. Ne? Solche Leute singen dann die Nationalhymne. Solche Leute sind das. Und es ist alles wieder gut. Die Demo ist beendet. Ne? Ja. Also die Stimmfarbe gerade, ne? Also kurz darauf ist die Demo beendet. Alles andere war ja so düstere Musik und dann halt irgendwie so, ja, jemand filmt uns ins Gesicht. Jemand filmt uns ins Gesicht und wir mögen den nicht. Ne? Hat so ominös gesprochen und jetzt sagt er das so. Kurz darauf ist die AfD-Demo beendet. Nochmal kurz dem Regimewechsel entgangen. Die Polizei zählte am Ende 31 Festnahmen und 25 Strafermittlungsverfahren. Ja, bei 10.000. Wie viele bei Gegendemo? Ja, wie viele bei Gegendemo? Ja, das auch. Unter anderem gegen die Frau mit dem Hitlergruß und dann. Ah ja, jetzt war es einer. Auch ja, noch gegen einen Mann, der den verbotenen Kühngruß zeigte. Ey. Diese Leute, wie gesagt, ich werde allmählich ein wenig ungehalten. Ich habe allmählich Probleme, nicht zu fett posten, wenn ich halt sehe, was für verlogene Leute das sind. Ne? Also ja. das ist kein Mensch, das ist ein Witz, ja, was also wir gerade sehen. Wäre es nicht interessant gewesen, ne? Also übrigens hier, also die Leute hier zu fragen, ne, mit den Flaggen, wäre es nicht interessant gewesen, die Bannerträger hier dementsprechend zu befragen, die vorne weglaufen, hier an der Stelle Frau Storch und Herr Brandner, der da schon das Mikro vor der Nase hat. Aber irgendwie ist dieser Ausschnitt nicht drin. Ne? Schaut euch das an. Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch und Stefan Brandner. Aus einem Fenster wird eine Konfettikanone abgefeuert. Okay, und Konfettikanone. Also kein Wort von denjenigen, die es organisiert haben, die ja eigentlich gerade stehen für die Belange, die da besprochen werden oder für die Leute auf die Straße gehen. Aber dafür haben wir halt Össi-Oma, die sich halt ein bisschen ungeschickt ausdrückt. Und das war das Beste, was wir gefunden haben. Ich zeige übrigens, seit wir über dieses Video reden, durchgehend den erlaubten Hitlergruß. Was ist denn der erlaubte? Naja, also es muss ja einen geben, wenn Sie hier sprechen von einem verbotenen durchgehend. Ja, wahrscheinlich mit links oder so. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. So, zurück zum Halloween-Overlay. Das war unsere Reaction auf SternTV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wieder so, wie man es erwartet hat, oder nicht? Na, also. Ja, ja. Ja. Wie können wir das Bild zeichnen? Das war genau, was ich erwartet habe. Also Punkt für Punkt.